So, und damit willkommen zurück zu Let's Play EP. Und ja, jetzt können wir weitermachen und man sollte mich auch in den EP Let's Plays wieder verstehen. Genau, in der letzten Folge war ja das nicht so, da mein Mikro, also im Aufnahmeprogramm noch mein Headset nicht mein Headset eingestellt war für die Aufnahme, sondern mein Laptop-Mikro. Und das ist nicht so gut. Und darum war ich auch so schlecht verständlich. Das habe ich gerade erst gesehen. Und jetzt sollte es aber wieder funktionieren. Ja, keine Ahnung, wieso das noch eingestellt war. Ich nehme ja nur EP-Mac-Test ja auf. Den Rest mache ich ja mit Fraps. Und von dem her hatte ich die Einstellung scheinbar noch nicht übernommen. Und ist ja jetzt auch egal. Jetzt sollte es funktionieren. Manchmal sind so kleine Eindrückungen drunter vom Mikro. Das muss ich irgendwie mal einstellen. Aber ja, ich denke, das stört jetzt nicht allzu sehr. So, das ist aber auch in allen Aufnahmen jetzt nicht bei EP nur. So, was, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Keine Ahnung. Ja. Also wie gesagt, jetzt sollte man mich wieder so einigermaßen oder eigentlich verstehen. Und ja, genau. So, ich könnte mal Skype ausmachen und so, weil sonst ruft mich gleich wieder irgendeiner an. So ein Schlaubi-Schlumpf. Und ja, wie man sieht, ist es schon wieder sehr spät, gleich 12. Ich hatte leider noch nicht vorher Zeit aufzunehmen. Aber okay, ist ja auch egal, weil ich muss jetzt immer einen Tag vorher aufnehmen. Oder wäre wünschenswert, weil am Montag war ja das, nee, am Freitag war ja das nicht so toll. Erstens kam ich von der Schule, dann ja, gleich aufnehmen nach dem Essen oder ja, ein bisschen danach und dann gleich im Verein. Das Video war dann erst um 19 Uhr oder so draußen. Also die Videos kommen auf jeden Fall immer am gleichen Tag, wie im Videoplan steht, wie gesagt. Den könnt ihr euch, falls ihr den nicht mitbekommen habt, der steht in meinem Kanal unter Kanalinfo und Uploadplan für jeden Tag. Der ist erstmal immer gleich für die Woche. Und ja, manchmal schaffe ich es halt nicht, die Videos abzuladen bis zur richtigen Uhrzeit, 16 bzw. 10 Uhr morgens. Und das Video kommt auf jeden Fall noch am Erscheinungstag, außer ich schreibe es auf Facebook oder so. Für die, die mich noch nicht geliked haben auf Facebook, können das gerne machen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, so ein Video kann, ich sag mal, bis 10 Uhr abends kommen. Ist eigentlich nicht der Fall, aber falls ich es vorher nicht schaffe, dann kommt es erst zu spät. Wenn es nach 10 Uhr nicht mehr kommt und im Videoplan steht, dann fällt es auch aus. Also für die Leute jetzt, die kein Facebook haben, wollte ich das sagen. Und dann kommt es aber auch nicht einen Tag danach, sondern erst wieder dann, wann das geplant ist. Es kann auch sein, dass demnächst mal irgendwann zwischendurch Videos kommen. Also das im Uploadplan sind halt jetzt die momentan laufenden Let's Plays. Es kann aber sein, dass mal ein Test kommt, zum Beispiel von SimCity 5 oder von Bausimulator 15 oder was weiß ich. EP-Tutorials, die gehen ja auch nicht nach Plan, die kommen ja auch irgendwann mal. Und also da könnt ihr immer wieder mal reinschauen. Also nicht alles hundertprozentig nach Plan jetzt. Genau, weil den kann ich sonst selbst nicht mehr einhalten. Und momentan ist das Uploaden, weil wir Probleme mit 1 und 1 haben. Die meinen immer, sie müssen uns nur begrenzen und so weiter. Sowieso ein bisschen schwierig. Teilweise. Und von dem her war es das erstmal zur Ansprache. Also die Folge sollte jetzt wieder pünktlich kommen und auch mit verständlichem Mikro. Und dann ist es doch ganz schön. So, jetzt brauche ich im Flachkraut hier eine Kopie. Nur eins noch oder zwei. Ich kopiere mir jetzt mal zwei hier raus. Bin nämlich jetzt zu faul, die zu suchen. Mit meinem schönen schwarz blinkenden Fenster, das was ich immer noch habe, aber naja, mal schauen, ob ich das irgendwann jetzt mal beheben kann. Ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit und Lust gefunden, das einzustellen.
Jo. So. Gesprächsthemen sind heute nicht in, weil bald kommt EPL. Dazu kann ich, also werde ich jetzt noch nicht sagen. Könnte ich aber bereits, mache ich aber nicht. Das werdet ihr dann, ich weiß nicht, wann kommt die Folge von EP. Also wenn EPL schon draußen ist, kommt wann die nächste? Ja, genau. Ich glaube EPL kommt am 28. Ja. Ja, an dem Tag kommt sowieso eine Folge vom Let's Play. Und da werdet ihr dann noch was erfahren, aber darauf könnt ihr noch ein bisschen warten. Also es ist nichts Spannendes, was ihr da erfahren werdet. Aber okay. So viel mal zur Ansprache, da könnt ihr ja mal einschalten dann. Also Videos schauen ist natürlich Pflicht, also immer einschalten. Nee, Spaß beiseite. Nicht Spaß beiseite, aber nicht so ernst nehmen das. Und wenn euch ein Video gefällt, gibt es, also das letzte Video war nicht so der Renner. Die vorherigen EP-Videos hatten jetzt immer wieder 8 Likes, das ist ganz schön. Wäre schön, wenn wir das so behalten könnten. Also wenn euch das Video gefällt, einfach mal Like, Daumen geben. Like, Daumen. Und ja, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche habt, da wir haben hier eine leere Platte, leer ist relativ, Wünsche gerne äußern in die Kommentare. Und dann können wir auch gemeinsam bauen. Also ich kann bauen nach euren Plänen. Gemeinsam Multiplayer wäre ein bisschen schwer in EP. Obwohl sich den irgendwie manchem wünschen, kann ich aber nicht ganz nachvollziehen, weil man kann ja Anlagen hin und her schicken. Ja. So, ich muss dann auch meine andere Anlage noch fertig machen, aber das ist auch geheim. Lauter geheime Sachen hier momentan am Laufen. Was ich schon mal sagen kann, morgen die Train Simulator Folge. Ich weiß nicht, ob ich morgen schon die neue Strecke fahre. Die neue Strecke, naja, für mich die neue Strecke. Und zwar habe ich die Strecke, die neu erschienene Strecke Ingolstadt-Nürnberg für die Schnellfahrstrecke für ICEs mit 300er von Global Bridge Entertainments GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, um ein Vorstellungsvideo zu machen. Das werde ich zum einen im Let's Play machen, also morgen, denke ich, oder nächste Woche. Mal schauen, was ich morgen fahre. Und dann denke ich, vielleicht werde ich noch so ein Vorstellungsvideo machen. Mit so ein paar Ausschnitten. Das weiß ich aber noch nicht sicher. Also ja, schön, dass die das zur Verfügung stellen, kostenlos. Für so ein Vorzeigevideo. Das ist, soweit ich weiß, die erste Strecke, die die veröffentlicht haben. Sie ist an sich ganz schön geworden. Ich habe sie schon mal abgefahren. Also könnt ihr euch auf jeden Fall freuen drauf. Der Preis von 30 Euro ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Vor allem, weil das auch nur eine ICE-Strecke ist und man da nicht groß viel tun muss. Aber ja, jedem das seine, ne? Ihr müsst es ja nicht kaufen. Ich habe es ja, wie gesagt, kostenlos bekommen. Von dem her ist mir das alles egal. Und ja. So. Das sieht jetzt vielleicht doch ein bisschen arg komisch aus. Und ich kann jetzt auch nicht allzu laut rumschreien. Ich habe jetzt das Mikro so eingestellt, dass ich eigentlich verständlich laut sein sollte. Aber es ist, wie gesagt, schon 10 Uhr. Gestern hat man sich schon beschwert, wie wir LPT aufgenommen haben vom LS. 1,5 Stunden lang. Da war es ja auch nicht mehr so früh. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr das da war. Dass wir ein bisschen laut waren und man das irgendwie im ganzen Haus hörte. Okay. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Aber okay. Okay. So, jetzt könnte ich auch mal was anderes machen, wie hier irgendwie sinnlos Gras pflanzen, weil ich sowieso nicht vorankomme und das irgendwie alles scheiße aussieht. Ich habe hier zu viel Busch, merke ich. Nehme den mal raus und den. Das reicht dann auch so. So. So, hier können wir noch ein Prellbock setzen. Und zwar Prellbock
Nehmen wir doch mal den von Roman hier, der ist ja ganz schön. Den hat er mal Freeware online gestellt. Ich glaube, mittlerweile gibt es den wieder oder nicht mehr, keine Ahnung. So. Bisschen Werbung jetzt hier, ne? Also, ja, Roman, denke ich, kennt jeder. Also, für die, die seinen Namen nicht kennen, MacIver. Und ich bin heute hier schon wieder schlau am Reden. Der macht sich eigentlich ganz gut hier, ne? So. Dann klatschen wir hier mal ein paar LKWs hin. Und ein bisschen mehr Textur. Und durch das, dass mein Fenster immer blinkt, sehe ich auch, ich kann hier keine andere Farbe irgendwie auswählen, wieso auch immer. Aber okay. Soll mir recht sein. Ja. Ich merke schon, wir schaffen in der Folge wieder sehr viel. Diesmal habe ich nicht Zeitdruck, dass die raus muss, aber dass ich mal schlafen gehen könnte. Ich schreibe morgen noch eine Matheprüfung. Also, wenn ihr das seht, heute. Und eh bin ich abstürzen. Ich habe gerade das Gefühl. Also lieber mal speichern. Jetzt kannst du von mir aus abstürzen, solange du mir nicht die Dateien zerschießt. Dann ist mir das egal. So, hier könnte man jetzt mal einen Zaun hinbauen. Zaun. Aber kein Spline, der wieder kaputt wird. Dieser Zaun. Nee, 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 nee. Oder doch? Ja, doch. Für so eine Firmenabgrenzung, ja, können wir nehmen. Sieht jetzt zu dem Schwarz nicht allzu schlecht aus. Das Rot und Schwarz und so, das passt schon so. Das taugt schon so. Das ist jetzt kürzer. So, 144,79. Und da geht noch ein 10 Meter Stück. Nee, geht's nicht. Das ist immer noch zu kurz. Dann nehmen wir noch mal einen 20er. Und dann steht das wieder voll im Haus. Ist ja geil. Ja, hilft nichts. Hilft doch. Das ist jetzt schlecht. Okay, nee, Spaß. Spaß. Was? Ich nehme dann mal das hier für den Anfang. Das muss nämlich jetzt hier alles perfekt sein. Man könnte natürlich hier auch einen Weg zum Vorbeigehen lassen. Nein, könnte man nicht. Oder wir machen das Ganze gleich hier hinten. Nee, ich lasse den Zaun mal so, wie der gerade war. Ich könnte mir mal ein Standmikro kaufen. Keine Ahnung, wieso ich das jetzt sage. Hatte ich mal vor. Aber ich weiß nicht, ob es gleich ein rotes sein muss. Muss man mal schauen. So, dann nehme ich hier nochmal ein 10er rein. So hundertprozentig genau muss ja das jetzt nicht unbedingt abgegrenzt sein. Weil man hier eh Baum vorbeigehen kann. So, dann können wir hier noch eine Baum ist gerade ein gutes Stichwort. Setzen wir hier also noch ein paar Baum ein. Eine Baumreihe. Wo ist denn die? Von Roland wieder, wie immer. Das sieht mir jetzt nicht nach Baum aus, ne, ist auch ein Busch. Busch. Baum. Immer den Baum. Sieht zwar ja doch nach Baum aus. Von oben nicht so. Aber egal. So, und dann sieht auch der Schotter gleich angenehmer aus. Ich nehme jetzt nur hier mal ein bisschen was Größeres. Oder was Kleineres, je nachdem. 0,9 würden hier auch reichen. So. Und dann nehmen wir noch einen Busch.
Machen wir ein bisschen größer. Und hier wäre wieder Platz für Flachkraut. Flaches Kraut. Nee, wir müssen hier nicht alles zupacken. Flachkraut ist immer gut. Und ich habe wieder noch nicht geschaut, wie lange die Aufnahme schon ist. Jetzt sind es nämlich 15 Minuten. Und dann denke ich, gehen hier noch ein paar Minuten. Oder ich nehme jetzt gleich länger auf, das weiß ich noch nicht. Dass ich für Freitag auch gleich eine Folge habe. Ja, dann mache ich das mal. Aber dass ich nicht schneiden muss, weil ich jetzt hier zu faul bin. Ja, beende ich diese Aufnahme hier aus Folge 106. Und wir sehen uns dann oder hören uns gleich wieder, beziehungsweise am Freitag in Folge 107 von Let's Play Eisenbahn X. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ja, Tschüssikowski.